Hallöchen, ihr Lieben, sehr, sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin die Wally und willkommen zu diesem Video. Es ist wahnsinnig lange her, dass ich ein Video gedreht habe. Ich glaube, es sind jetzt fast 3 Monate. Ich weiß, ich habe im letzten Video schon Besserung gelobt. Da war auch so eine lange Pause gewesen. Aber jetzt kommt nun das lang, lang ersehnte Vergleichsvideo der zwei Josephine Wallbilder. Links sehen wir das von Diamond Art Club, rechts das von Diamond Painting Deutschland. Und ich finde gerade so in der Einstellung, wenn wir beide nebeneinander sehen, ist es echt Wahnsinn. Also ich gucke mir das gleich mal mit euch gemeinsam an. Wir gehen gleich mal ein bisschen näher dran und gucken uns so einzelne Bereiche dann im Detail an und können die dann auch mal vergleichen. Es ist wahnsinnig toll. Beide Bilder haben unheimlich Spaß gemacht. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise, einfach weil sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich meine, wir haben hier, glaube ich, waren es 63 Farben gewesen und hier sind es ja wahnsinnig viele. Ich glaube, 260 waren es jetzt bei Diamond Painting Deutschland und es ist der Wahnsinn. Allein hier die Grüntöne oder die Blumen, Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, wir fangen rechts unten in der Ecke an. Haben hier die Blumen. Haben hier natürlich viel, viel dieselben Farben und klare Linien. Dieses Rendering, dieses typische Rendering von Diamond Art Club ist natürlich was ganz, ganz Spezielles, aber auch für die Bilder toll. Können hier dann mal hochgehen. Hier sind die Abi-Steine verbaut, auch in Blau. Oder hier beim Skorpion in Weiß und teilweise dann auch in Gelb. Es ist wunder, wunderschön. Na, die Farben, die sind. Und mit den Abi-Steinen, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Kommt ganz, ganz anders drüber. Wir haben hier natürlich dann viele kräftige Farben, viele, viele klare Kanten, wie es dann wirkt und dann halt auch durch das Rendering dann ganz anders da rauskommt. Hier in dem Grün haben wir viel Color Blocking gehabt, wo dann die einzelnen Grüntöne sich gar nicht so viel unterscheiden oder es wirklich gleiche Farben sind. Wobei wir dann hier wahnsinniges Konfetti haben. Aber jeder, der mal ein Josephine Wallbild gemacht hat, weiß, wie viel Konfetti das ist. Und allein dieses Gesicht, das hat mich hier so ein bisschen gestört. Ich gehe mal mit euch rüber. Mal schauen, ob ihr das jetzt hier seht. Sie wirkt halt schon sehr plastisch. Durch die Farbe ist es wunderschön. Aber es wirkt halt schon sehr plastisch. Ich glaube, es waren zwei Hautfarbentöne. Einmal hier dieses dunklere und dann dieses hellere. Und die Hand gefällt mir so gar nicht mit dem Stil. Die wirkt sehr, ja, gefällt mir nicht. Aber so im Großen und Ganzen kommt sie dann wirklich doch wunderschön raus. Und dann gucken wir uns mal hier das Gegenteil hier an. Also es sind Welten. Man kann es nicht anders sagen, es sind Welten vom Unterschied her, aber es ist wunder, wunderschön. Auch hier der Himmel, die Pyramiden. Das ist, wenn ihr euch hier den Bereich anschaut mit den Pyramiden, diese Farbverläufe, einfach diese Pastelltöne auch. Und dann gehen wir mal hier rüber. Und schauen uns hier die Pyramiden an. Es sind wahnsinnige Unterschiede. Es ist nicht zu glauben, es ist ein und dasselbe Bild von einer anderen Firma. Oder hier auch das mit den Abi-Steinen, wie sie funkeln. Traum, ein Traum. Und dann haben wir das hier. Ich habe auch überlegt, ob ich hier Abis mit einbaue oder zum Beispiel in dieses Sternzeichen dann. Wollte es aber wirklich dann letztendlich so painten, wie es auch wirklich ist. Das ist wunder, wunderschön. Ja, ich habe jetzt diesmal wirklich beide Bilder auf dem Boden.
Weil die sind, Moment, lasst mich mal schauen. Nee, ich habe es abgeschnitten. Ich habe es wirklich abgeschnitten. Naja. Sie sind wahnsinnig groß und haben dieselbe Größe auch, wenn man sich die anguckt. Also wir haben wirklich eins zu eins den Vergleich. Einmal mit, ja, hier oben steht 260. Hier oben steht 260 Farben und hier haben wir, na, 65, nee, 56 Farben nur. Und es wirkt wahnsinnig unterschiedlich. Ich werde es auch wirklich so machen, ich werde sie nebeneinander hängen. Sie werden beide gerahmt und ich werde sie nebeneinander hängen. Ja, ihr fragt euch jetzt, zwei so riesige Bilder direkt nebeneinander. Ja. Weil mir das so gut gefällt. Mir gefällt es wahnsinnig gut, diese Unterschiede anzuschauen. Ich habe auch hier, ich habe glaube ich insgesamt knapp 3 Monate habe ich gebraucht, um das Bild zu painten. Das war mein erstes Bild mit so vielen Farben. Ich hatte am Anfang wahnsinnig Respekt vor und habe dann, ich muss überlegen, in welchem Feld, hier unten glaube ich angefangen oder mit den Blumen hier. Rechts auf der Seite und hatte unheimlich Respekt und auch wirklich Angst. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich würde es immer wieder machen. Muss auch gestehen, ich habe das nächste Bild gerade bestellt. Ja, es macht unheimlich viel Spaß. Oh, ein Krümel vom Hamster. Der hat wieder sein Essen verteilt. Genau. Viele von euch haben sich ja auf den Vergleich gefreut. Ich habe euch wahnsinnig lange warten lassen. Das liegt daran, ich habe einen neuen Job angefangen und bin da den ganzen Tag am Quasseln und war dann wirklich froh, auch dann abends beziehungsweise wenn ich dann Feierabend hatte, dann wirklich auch mal meine Klappe halten zu können. Und einfach mal entspannen zu können. Ich habe viel, viel gelernt in der Zeit. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich liebe diesen Job und so langsam komme ich auch wieder rein. Dann war ich wieder so lange draußen und habe dann gedacht, soll man überhaupt noch Videos machen? Aber ja, es macht einfach Spaß. Ihr habt euch das Video gewünscht. Ich hoffe, ihr seht es auch alle ganz gut und konntet euch so ein Bild machen. Also so schnell wird es bei mir keinen Vergleich mehr geben. Es wird natürlich noch einige andere Bilder geben, aber so ein Vergleich in dem Sinne, beziehungsweise in so einem Ausmaß, wahrscheinlich erstmal nicht. Okay, man will nie, nie sagen, aber jetzt erstmal bin ich froh, so ein paar mitunter auch angefangene Bilder zu painten und da mal wieder ein bisschen weiterzukommen. Und ja, ich habe auch schon nachdem jetzt wieder eins angefangen. Ich habe eins der Mario-Bilder angefangen zu painten. Es macht wahnsinnig Spaß, war aber wieder eine Umstellung. Also gerade Zahlen und Buchstaben hat man hier ja gar nicht. Das sind ja wirklich nur Symbole. Und da dann auf einmal wieder Zahlen und Buchstaben und vielleicht, lasst mich überlegen, 10 Symbole zu painten, war wieder was ganz anderes. Ich habe jetzt ein Bild, das hat knapp 30 Farben. Es geht schwuppdiwupps. Gut, meine Lieben. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es so lange gedauert hat. Wie gesagt, es waren jetzt knapp 3 Monate. Ich gebe mein Bestes, ich gelobe Besserung und hoffe, ich lasse euch nicht mehr so lange warten auf das nächste Video. Und bedanke mich, dass immer noch so, so, so viele Leute auf dem Kanal sind. Ich glaube, es sind 370 aktuell. Wahnsinn. Es lässt mich immer wieder staunen und ich freue mich wahnsinnig, dass es Leute gibt, die einfach dahinter stehen, die immer fleißig kommentieren, die netten Worte dalassen und einen zum Lächeln bringen. Und das hat mir jetzt wirklich unheimlich gefehlt auch. Deshalb jetzt auch kurz vor der Arbeit. Ich habe heute Spätdienst und deshalb habe ich gesagt, ich schiebe es jetzt schon so, so lange auf. Und jetzt
ist es einfach soweit. Ich hole jetzt einfach die Kamera raus. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Ich zeige euch jetzt den Vergleich und dann kann es hier auch weitergehen. Dann werden die Bilder versiegelt und kommen dann auch in entsprechende Rahmen und werden dann endlich aufgehängt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und vergesst nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten und macht euch die Welt ein bisschen bunter. Bis dann, ciao, ciao.